ich bin's wieder, euer Rolf. Und ihr wisst ja, sollte der Roller nicht mehr laufen, müsst ihr euch nicht gleich besaufen. Lieber mal einen Blick riskieren und sich dafür nicht genieren. So, hallo liebe Leute, ich bin's wieder, euer Roller Rolf. Und was haben wir diesmal? Diesmal haben wir einen Baumarktroller, den ich mal auf 90 Kubik getunt habe und der schon viel zu lange hier bei mir in der Garage steht. Und deswegen wollen wir das Projekt jetzt mal beenden, damit er auf Reisen gehen kann. Ja Leute, kommt mal ein bisschen näher. Ja, muss ja keiner mitkriegen. Ja, das Projekt da habe ich für einen Freund gemacht. Das ist ein Baumarktroller, Viertakt. Und ich bin beigegangen und habe den auf 90 Kubik getunt. Wir haben sonst nichts groß verändert, ne? Also weder Vergaser noch Auspuff und so, ne? Sondern haben alles normal so gelassen. Klar, ein paar Kleinigkeiten. Aber ich hänge euch da nochmal einen Link unter und dann könnt ihr euch die ganzen Geschichten mal angucken. War schon aufwendig, aber das Ding ist kein schlechter Roller, sondern er geht ab wie Schmidts Katze. So, ich habe jetzt die neue Batterie eingebaut. Dann haben wir hier noch ein Problem und zwar seht ihr hier der Stecker, der hier drauf gehört, wo die Sicherung sitzt. Der ist einfach zu locker, das ist aber schnell behoben. Dann nehmen wir eine Zange, drücken das so ein bisschen zusammen. Und dann schieben wir den hier drauf. Immer alles überprüfen, dass das alles in Ordnung ist, ansonsten wundert ihr euch. So, jetzt sitzt das auch fest. Ne? Wir müssen natürlich gucken, dass wir hier auch den Deckel drauf kriegen. Hier ist nochmal die CDI. Und Bosse, was ist jetzt? Jetzt habe ich den Luftfilter, den neuen, montiert. Das sind nur zwei Schrauben hier unten, habe aber festgestellt, dass hier noch so ein Teil drauf gehört. Das habe ich jetzt von dem alten Roller abgebaut, beziehungsweise von dem alten Luftfilter. Mache das hier drauf. Das ist auch nur eine normale Schraube, die man dann festzieht. Und dann verändert sich das, außerdem zieht er dann hier kein Dreck rein. Das ist auch wichtig. Könnt ihr hier sehen, ganz normale Schelle ist hier drum. Hier ist so eine Art Sieb und ein paar Löcher. Und dann zieht er halt hier die Luft durch und zieht nicht den ganzen Dreck so extrem an. Es verändert sich natürlich auch ein bisschen. Er kriegt weniger Luft. So, hier ist soweit auch alles dran. Ne, ich werde noch beigehen, diesen Schlauch hier auch gleich noch verändern. Den setzen wir auch noch auf den Luftfilter. Ansonsten ist alles hier in Ordnung. Ne, ich habe es nochmal abgesprüht mit Bremsereiniger, zieht auch keine Lehmluft. Das heißt, wir können jetzt gleich mal versuchen, ihn zu starten. So, ich habe jetzt hier noch zwei Spiegel dran montiert aus meiner Spiegelkiste, weil man die runtergemacht hatte, damit das Ding in das Auto passt. Ne? Und jetzt drehen wir mal den Zündschlüssel rum. So, dann wollen wir mal gucken, was jetzt hier passiert. Das hört sich schon mal nicht schlecht an. Der Motor ist angesprungen. Ich habe vorher ein bisschen mit dem Kickstarter gepumpt. Ich gebe mal Gas. Ja, das ist erstmal nicht schlecht. So, dann gehe ich jetzt nochmal, nachdem der Motor warm gelaufen ist, an eine Gemischschraube. Und gucke nochmal. So, jetzt will er fast ausgehen. Das ist eine halbe Umdrehung jetzt. Jetzt habe ich eine Umdrehung. Dann gehe ich bei, drehe das Standgas ein bisschen runter. Und dann müssen wir natürlich fahren und gucken, ob er gleichmäßig beschleunigt und dass alles soweit okay ist. Und dass er nicht ausgeht, wenn wir vom Gas runtergehen. So, wir gehen jetzt noch bei mit dem 17er Schlüssel, machen hier die Ablassschraube los, weil wir noch einen Ölwechsel machen wollen.
Da muss ich wieder aufpassen. Na, natürlich haben wir vorher die Kiste warm laufen lassen. Ist ja klar. Na, damit das Öl besser fließt. So, es fließt. Und wie? Na, wir machen hier nochmal den Deckel auf. Dann fließt es noch besser. Na, wo das Öl reinkommt. So, das ist das Öl, was wir abgelassen haben. Leider liegt da jetzt alles drin. Mal gucken, ob ich das mit meinem Magnet rauskriege, dass ich mir nicht die Finger wieder einsaue. So, hier haben wir das Sieb, machen wir natürlich sauber, und die Feder. Na, das lege ich hier mal an die Seite. Und der Deckel, da ist er. Der ist aber nicht magnetisch. Boah. So, nachdem wir mit dem Lappen das grobe Öl entfernt haben, sprühen wir das alles mal mit Bremsreiniger ordentlich ein hier, damit das alles richtig sauber wird, bevor wir es wieder einbauen. Ja, sieht doch schon anders aus. Sieht zwar kein Schwein, aber egal. Ne? So, wenn wir das alles sauber gemacht haben, drehen wir die Schraube wieder rein mit dem Sieb und mit der Feder. Ne, das Sieb kommt in die Feder rein, ansonsten kriegt er das nicht rein. Ne, und dann hochdrücken und zusehen, dass das Gewinde fasst. So, nachdem wir die alte Suppe runtergelassen haben, habe ich hier ein Öl, was ein bisschen hochwertiger und besser ist. Weil wir müssen ja jetzt sehen, dieser Motor ist jetzt doch ein bisschen leistungsstärker. Und da sollten wir dann nicht ein paar Euro für vernünftiges Öl sparen. Beim normalen ist das alles nicht so wild, aber hier haben wir ja Dampf. So, weil man hier so schlecht Öl reinkippen kann, habe ich mir hier so ein Ding gebaut. Ne, mit einem Trichter. Und dann kippe ich hier das Öl rein. Dauert natürlich immer ein bisschen länger, das Ganze. Ne, manchmal muss man es so ein bisschen hochhalten. Aber man macht nicht ganz so eine Sauerei. Ne? Und wir haben hier das Gute. Ne? Da steht sogar Racing drauf. Ja, finde ich auch gut. Und grün. Grün ist die Hoffnung. So, wenn wir den Öl eingefüllt haben, meistens sind es 800 Milliliter bei einem 50er. Aber wir können das ja hier messen. Wir stecken nur den Stab hier rein, nicht reindrehen, sondern reinstecken nur. Dann gucken wir hier und da sehen wir, dass es schon über die Hälfte drin ist. Also es ist schon mal nicht schlecht. So Leute, wenn wir das Öl dann nachgefüllt haben, da unten, dann gehen wir natürlich bei. Ne, wir haben gesehen, da ist schon genug drin. Wir machen den Motor an, damit sich das verteilt, und messen dann nochmal nach. Also hier nochmal. So verteilt sich das Öl jetzt ordentlich, dann messen wir nochmal nach. Außerdem macht das schon ein bisschen was aus. Immer Ölwechsel mal machen, Leute. Vergesst sowas nicht. Das ist die Lebensversicherung für den Roller. Hört sich gut an. So, wir müssen auch natürlich hier alles komplett überprüfen, weil das Ding stand jetzt sehr lange in der Garage. Also gehe ich jetzt mal bei und werde jetzt erstmal Luft drauf machen. Schalten wir mal ein.
hier ist extrem wenig drauf. Ne? 0,6. Also hauen wir hier erstmal Luft drauf. Da sollten ungefähr knapp 2 Bar sein vorne. 1,8, 2 Bar, hinten ein bisschen mehr. Jetzt haben wir 1 Bar. So, vorne haben wir erledigt, jetzt hinten auch. Ne, dann könnt ihr hier gleich mal sehen, wir werden nie die optimale Leistung rausholen mit diesem Auspuffrohr. Ne, weil die Abgase müssen ja auch irgendwo weg. Und dann müssen wir noch einen Auspuff wechseln, ne, und den Vergaser wechseln. Aber hier ist alles normal, so wie es eigentlich bei der 50er auch ist. So, jetzt hinten noch drauf. Hinten ist 0,75. Kann also auch ein bisschen dauern. Hinten sollten 2,2,2 sein. Ne. Der Besitzer wiegt auch ein paar Kilo. Also machen wir 2,2 drauf. Ja, bevor wir hier irgendwas überhaupt machen können, also eine Probefahrt oder ähnliches, habe ich natürlich mal was geguckt. Und zwar haben wir hier die Hinterbremse, super. Die Vorderbremse, seht ihr, ist ein bisschen schwach. Und bei der Leistung, die in dem Motor ist, sollte natürlich die Bremse besonders toll ziehen. Na, ansonsten ruckzuck, Fresse dick. So. Meine Assistentin hat schon mal die Schrauben gelöst, ne, macht jetzt Pause, ne, bei der Hitze will man ja nicht so viel machen. So, jetzt gehen wir bei, ziehen hier den Gummibündel ab, machen die Glühbirne raus, das ist nur zum Drehen. Und dann legen wir das Ganze hier vorsichtig an die Seite und kommen dann hier ran, wo wir ran müssen. So, ich zeige euch das nochmal, seht ihr? Die lässt sich hier bis zum Anschlag ziehen. Das geht also gar nicht. Also werden wir jetzt beigehen und werden das Ding entlüften oder neue Bremsflüssigkeit reinmachen. Dazu brauchen wir einen Kreuzschraubenzieher, der auch wirklich gut fasst, weil diese Schrauben machen oft Probleme und sind aus dem weichen Material. Ne, die vergeigt man also schnell. Hier seht ihr, die hat sich schon mal super gelöst. Jetzt probieren wir es an der anderen Seite. Da spinnt sie zum Beispiel rum. So, die Schrauben habe ich gut losgekriegt. Dann habe ich diese Gummimembran und die Platte abgenommen. Und wenn wir jetzt hier reingucken, dann sehen wir, kein Wunder, dass da Luft in der Leitung ist. So, wir brauchen ja Folgendes. Ein Schlauch, den habe ich hier drauf gemacht, habe ihn mit einem Straps da befestigt. Und dann brauchen wir einen 8er Schlüssel. Dann drehen wir jetzt hier gleich auf, aber vorher müssen wir oben erstmal nachkippen, damit er nicht noch mehr Luft zieht. Und dann müssen wir pumpen. So, jetzt gehen wir bei und kippen oben natürlich Bremsflüssigkeit erstmal nach. So? Da sehen wir zum Beispiel schon mal, dass das wohl ein bisschen viel des Guten war. Ne? So, Bremsflüssigkeit haben wir nachgefüllt. Ich gehe jetzt nach unten, drehe die Schraube aus und dann muss Brigitte langsam pumpen. Und dann drehe ich wieder zu, stopp, dann. Und dieses Spiel müssen wir ein paar Mal wiederholen. Also, ich drehe jetzt auf. Ja, wenn die Schraube sich mal so einfach aufdrehen ließe. So, weiter geht's. Öffnen, pumpen, pumpen, seht ihr, hier kommt Luft raus, halten, oben, wie sieht's aus? Ja, ein bisschen habe ich noch drin, geht auch sehr leicht noch. Ja, weil ich hier unten auf habe. Oben haben wir wieder nachgefüllt, ich öffne, pumpen, seht ihr, hier sind Luftblasen. Pumpen, halten, da kommt wieder Luft, pumpen, halten, zumachen, gucken, wie viel Flüssigkeit ist oben noch drin.
So, jetzt haben wir oben zugemacht, dann werden wir den Straps entfernen. Seht ihr hier, die ganze alte Bremsflüssigkeit, die da wahrscheinlich schon Jahrzehnte drin ist, ist jetzt draußen. Und insofern ist alles gut. So, wir haben alles wieder zugemacht. Jetzt gehen wir mal bei und drücken mal den Bremshebel und sehen, seht ihr hier? Hier haben wir 6-7 cm jetzt dazwischen, das heißt, die greift. Dann haben wir hier so ein kleines Sichtfenster. Was natürlich schön ist, wenn jetzt hier die Verkleidung vorsitzt, dann bringt dieses Sichtfenster auch nichts. Die übrigens oft kaputt gehen. Na, man kann die aber auch einzeln nachkaufen. Na, dann muss man nicht den ganzen Griff immer kaufen. So Leute, jetzt hat er wieder länger gestanden, weil ich ja nichts machen kann. Mal ist das Wetter schön, mal ist es warm, mal denkst du Sommer, mal denkst du Herbst. So, wir versuchen jetzt mal hier zu starten. Wir müssen uns natürlich im Klaren sein, wir haben jetzt das Doppelte an Hubraum. Ja. So, ich habe jetzt hier mal den Booster angeschlossen, weil die Batterie ist zwar ein bisschen stärker, aber wir haben auch das Doppelte am Hubraum und ich vermute, dass die Kraft nicht ausreicht. So, also gehen wir jetzt nochmal bei. Das gleiche Spiel mit dem Booster, das heißt, wir haben jetzt wesentlich mehr Kraft für den Anlasser und für den Motor, dass der gedreht wird. Und jetzt schauen wir mal. Hört er? Da ist er sofort da. Aber trotzdem wollen wir natürlich nicht schludern. Ich gucke noch mal, auch wenn sich das schwer tut mit der Batterie. Aber jetzt da. Wir müssen noch eine Sicherheitsüberprüfung machen. Hupe geht. Licht geht. Fernlicht geht auch. Linker. Da geht auch. Da liegt auch. Und jetzt gucken wir noch mal nach hinten, ob da auch alles geht. So, jetzt hinten, das Standgas ist ein bisschen hoch. Dreh das mal einen kleinen Tick runter. Nur lieber etwas höher das Standgas, als wie das Gefühl hat, eine Ampel geht da aus. So, dann haben wir Blinker, da geht, Blinker, da geht, Licht geht, wenn ich dann anschalte, so wie jetzt, Bremslicht, linke Seite geht, Bremslicht, rechte Seite geht auch, ja, alles gut. Ich habe alles wieder zusammengebaut und jetzt mache ich mal eine Probefahrt. Am Tag und in der Nacht hat mich überall hingebracht. An der Tanke kann lachen, wenn sie für ein Hunderter ihr Tank voll machen. Lass sie doch große Autos fahren. Mein 50er Roller macht mein Leben toller. Ich brauche keine Buse oder Bahn. Ich kann immer fahren und alle sagen, wir müssen sparen, also Roller fahren. Wenig Benzin, Öl und auch Strom, so können wir die Umwelt schon. Mit dem 50er Roller geht alles toller. Für 5 Euro tanken, das find ich gut. 3 Liter auf 100, das macht Mut. Alle reden vom Sparen und ihr lasst dicke Karren fahren. Mein Roller braucht nicht viel und hat Stil. Die Lachen sollen's erstmal besser machen.
Mein 50er Roller macht mein Leben toller. In der Stadt und auf dem Land bin ich mit mein Roller auch bekannt, weil Leute von 16 bis 60 Jahren alle mit Roller fahren. Wir fahren auch zusammen raus und hängen nicht den ganzen Tag zu Haus. Auch Mofas sind dabei, wir sind zu frei. Bei den Autos aufpassen, weil die Roller nicht durchlassen. Da müssen wir gut aufpassen. Mein 50er Roller macht mein Leben toller. Ich komme hin, wo ich will. Autofahrer, sag mal still. Was heißt groß und reich? Wir sind doch alle gleich. Mit dem 50er Roller geht's durch den Tag doch toller. Jeder das, was er will. Seid doch endlich still. Mein 50er Roller macht mein Leben toller. Eine längere Probefahrt gemacht. Muss ich allerdings sagen, ich will auch nicht gegen Verkehrsvorschriften verstoßen und so. Und innerhalb der Stadt und so, ne, kann man vielleicht mal 60 fahren. Und selbst da muss man schon aufpassen. Wir haben 50 und 30er Zonen. Das heißt, ich kann nicht wirklich zeigen, was dieses Ding leistet. Dazu müsste ich wahrscheinlich nachts fahren und das eventuell auf dem Schnellweg. Ist mit dem kleinen Schild jetzt ein bisschen doof. Ne? Also was will man machen? Ne? Ich hoffe, wenn ich die Action Camp ausgewertet habe, dass ihr so ein bisschen sehen könnt, was da abgeht. Ne? Ansonsten tut es mir leid. Ne? Die meisten von euch probieren es ja selber, wissen dann auch, was los ist. Ich habe mein Bestes gegeben. Und viel mehr geht leider nicht, ohne dass man komplett alles verändert. Jetzt muss ich noch mal mit meiner Ratte fahren. Da ist nichts getunt. Schlüssel rum, hat ein paar Tage gestanden wieder. Leute, ja, ne, muss ich euch ganz offen und ehrlich sagen, ist natürlich schon ein Unterschied. Ne? Aber es ist auch ein großer Unterschied, ob man mit was rumfahrt, was erlaubt ist, oder ob man mit was rumfahrt, wo eventuell die Polizei ein Problem mit hat. Ne? Und deswegen fahre ich lieber mit meiner Ratte.